Ja, unruhige Zeiten, aber immerhin, wir haben die Nostalgie. Nostalgie ist relativ gesprochen so lang, ist es ja gar nicht her, das Jahr 2017. Auch wenn es gefühlt eine Ewigkeit her zu sein scheint. Also, werfen wir erneut zurück einen Blick in der Chronik des Europapark. Wir sind bei der Eröffnung mit dabei und wir wünschen Ihnen allen eine wunderbare Zeit, eine tolle Zeit hier im Europapark. Viel Spaß, ich habe zu lange geredet. Nein, wir machen heute Abend 10 Sekunden länger auf. Ich verspreche es Ihnen, 10 Sekunden, nein, 26 kommen dazu, jetzt zählen wir noch 110. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ja, schauen wir uns 2017 erstmal andere Dinge an, denn die große Attraktion war zu Saisonbeginn noch nicht fertiggestellt. Die Käthe Kruse Ausstellung fand ein neues Zuhause im Märchenwald. Das Gebäude im deutschen Themenbereich, in dem sie sich ursprünglich mal befunden hatte, war umgestaltet worden und zwar zur sogenannten Schatzkammer. Die Schatzkammer sollte als Preview Center dienen, das heißt auf kommende Attraktionen aufmerksam machen. Käthe Kruse ist übrigens die Mutter von Max Kruse, dem bekannten Kinderbuchautor, der solche Werke geschrieben hat wie Der Löwe ist los, Don Blech oder Das Urmel. Im Traumzeitdom wurde ein neuer Film gezeigt, The Secrets of Gravity – From Europe to Space. Und das Confortainment Center am Eingang des Europapark, nahe dem Europapark-Dome, wurde erweitert um die EP-Arena. Auch diese Arena war nicht zu Saisonbeginn fertiggestellt, sondern das geschah im Verlauf des Jahres. So, und jetzt müssen wir kurz einen Zeitsprung ins Jahr zuvor machen, denn da wurde ja schon die Attraktion für 2017 angekündigt. Es wurde ein ziemliches Geheimnis drum gemacht und das Ganze hieß einfach nur Projekt V. Und während Stück für Stück das Gebäude für das Projekt V fertig wurde, da wurde uns eine Geschichte erzählt von einem gewissen Professor Nikolajew, der die Erstflugtheorie überprüfen wollte. Diese Theorie besagt, dass die Gebrüder Eulenstein die ersten waren, noch vor den Gebrüdern Wright, die einen flugfähigen Apparat konstruiert haben.
Und das Gebäude der neuen Attraktion wurde größer und größer. Hier entsteht für Sie das Projekt V. Erleben Sie einen atemberaubenden Flug über Europas schönste und bekannteste Sehenswürdigkeiten und entdecken Sie unseren Kontinent auf eine ganz neue und spektakuläre Art und Weise. Ja, und dann wurde es rausgelassen. Der Flugapparat der Brüder Eulenstein hieß Volatus 2. Und die Attraktion, wo man einen Flug auf dem Volatus machen konnte, Voletarium.
Und einen neuen Imbissstand gab es auch. Walters Wurstbude. Zu Ehren des ersten Gastronomen, den der Europapark in seiner langjährigen Geschichte je hatte. Ja, und hier tauchte zum ersten Mal ein Narrativ auf. Eine Geschichte. Nein, ein Universum von Geschichten. Und das Voletarium war von Anfang an in dieses Universum der Geschichten mit eingebunden. Dem Adventure Club of Europe. Dem Narrativ zufolge war der Gründer des Adventure Club of Europe ein Niederländer mit Namen Bartholomeus van Robbemond. Er hat so einen kleinen Club von Abenteurern zusammengewürfelt, die verschiedene Geheimnisse ergründen. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, Moment mal. Stopp! Was steht da auf dem Teppich? Fahrt mal näher ran. Vergrößert mir mal das Schild. Das heißt doch Trekronor-Expedition. Und darunter fehlt eine Zeile. Denn auf allen anderen Teppichen hier im Raum ist nicht nur die Expedition oder der Name des Abenteurers angegeben, der die Expedition unternommen hat, sondern auch, wohin sie ging. Schauen wir uns mal den Teppich nebendran zum Vergleich an. Hier, es ist ein Stück weit weg, deswegen kann man den Schriftzug leider nicht so deutlich erkennen, aber man kann eindeutig sehen, dass es zwei Zeilen sind. Und wenn wir uns den anderen Teppich wieder anschauen, dann sehen wir, dass da eindeutig eine Zeile fehlt. Die wurde nämlich wieder rausgemacht und das ist auch kein Wunder, denn die Trekronor-Expedition ging nach Rulantica. Also, mindestens 2 Jahre bevor Rulantica überhaupt eröffnet wurde,
war die Geschichte schon in das ACE-Universum mit eingewoben. Und wer die Augen offen hielt, der konnte die Zeichen vom Adventure Club of Europe plötzlich überall entdecken. Am deutlichsten in die Attraktion mit eingebaut war der Adventure Club natürlich im Voletarium. Aber auch in die Piraten von Batavia wurde er eingefügt. Zum Beispiel hier bei den Figuren in der Warteschlange, da lag ein Pergament, auf dem der Feuertiger, der geheimnisvolle Dolch, den Bartholomäus von Robbemond gesucht hat, eingezeichnet war. In der Attraktion selber war der Tempel des Feuertigers mit eingebaut worden. Und der Tiger, der ursprünglich mal in der Dschungelfloßfahrt stand und dann seinen Weg nach Batavia gefunden hat, der stand da und bewachte ihn. Und dann am Schluss, zwischen dem Piraten aus dem Fass und dem Eselskarren, da stand eine neue Figur, die eine Kiste mit dem Feuertiger präsentierte. Und dann hieß es zum Saisonende noch Abschied nehmen von einer Attraktion, zumindest in der Form, in der sie bisher bestanden hat, die Eurosat. Sie sollte komplett neu gestaltet werden. Und weil ich mich ja beschwert hatte, dass das Universum der Energie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, wollte man die Dinofahrt auch gleich neu richten. So kam es zum Saisonende 2017 zu einer großen Abschiedsveranstaltung. Wir hatten ja keine Ahnung, dass wir bald durch unglückliche Umstände von einer weiteren Attraktion würden Abschied nehmen müssen. Ja, und das war's auch schon. Ja, Jack, du hast doch diesen Ball in einer deiner Episoden verwendet. Ja. Ist dir was Komisches aufgefallen? Etwas Komisches? Ja, er hat sich ungewöhnlich verhalten. Wieso? Wo hast du ihn her? Von Hoaxleys Sachen.
dachte ich mir, was ist denn los? Halte mal deine Hand hoch und fang den Ball auf, wenn er zu dir geflogen kommt. Okay. Hey, also du musst den Ball schon in meine Richtung werfen. Vertrau mir einfach, fang den Ball. Siehst du jetzt? Wie ist denn das zu und her gegangen? Es fühlt sich an wie Schaumstoff, aber dieser Ball ist aus irgendeinem anderen Material. Huxley ist immer noch für eine Überraschung gut. Puh. Allerdings hoffen wir auf keine weiteren komischen Überraschungen. Auch sonst nicht. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.